kurz zu mir, Armin Bernhard vom Hintergrund. Ich bin der Vorsitzende der Bürgergenossenschaft Oberfinchgau. Wir haben die Veranstaltung da mit unterstützt und sind auch mit verantwortlich, ein bisschen das zu gestalten. Ich würde beginnen bei der Erika Inger. Die Erika Inger, Künstlerin, ist eine Mitinitiatorin dieser Ausstellung, hat die kuratiert praktisch im Grunde auch gemeinsam mit dem Wolfgang. Sie haben diese Künstler und Künstlerinnen zusammengestellt, haben das dann alles nochmals gebracht und das auch die Darstellung hier im Raum so angeordnet. Erika Inger ist Bildhauerin vom Hintergrund her, aus Lana, und aber nicht nur in Lana ansässig, aber vielfach in Lana, Mitbegründerin des Vereins Lana Art, der in Lana auch schon lange Zeit aktiv ist. Wolfgang Wohlfahrt, ebenso Bildhauer, zwischen Lana und Wien pendelnd, lebend, auch mitverantwortlich für die Ausstellung dort. Als zweiter künstlerischer Mitdiskutant. Dann Ulrich Veit, ehemaliger Bürgermeister von Malz, mittlerweile hat zwei Legislaturen in Malz gemacht, war politischer Vertreter und in dem Sinne auch ein Vertreter von einer politischen Richtung, die versucht hat, viel Demokratiepolitisches auch in der Gemeinde Malz einzuführen und umzusetzen. Und als vierter Mitdiskutant Christoph Kufler, ehemaliger Bürgermeister aus Lana, ehemaliger Parteifunktionär der SVP und hat auch einen langen politischen Weg hinter sich. Und der Blick war ja auch für uns wichtig, ein Stück weit auch mit dem Politik im Hintergrund, in den Background, aber nicht jetzt so aktiv in die politischen Geschehnisse da mitten rein involviert, wo man dann sich politisch äußern muss. In dem Fall kann man vielleicht auch ein bisschen freier sich in das politische Feld reinbewegen als mittlerweile externer oder als mit mehr oder weniger Abstand. Ich würde den Abend jetzt beginnen mit der Erika Inger. Und zwar aus dem Grund mal andocken, wieso sind wir hier in Malz mit der Ausstellung. Die Ausstellung, es hat einen ersten Teil gegeben in Lungau. Und der Lungau ist eigentlich das Herzen Österreichs, ist ja mittendrin in Österreich. Aber mittendrin in Österreich ist der Lungau zugleich der kälteste Ort von Österreich. Das ist wirklich ein sehr, sehr peripheres Gebiet. Und mitten in diesem Lungau, da gibt es einen kleinen Ort, Domatal, das ist nochmal in der Peripherie, schlussendlich eine etwas größere Höfegruppe. Und dort gibt es einen Kunststadel. Im Domatal, in diesem Kunststadel, hat es sozusagen den ersten Schritt dieser Ausstellung gegeben, auch das Thema Kunst und Demokratie thematisieren. Mit fünf Künstlerinnen und Künstlern, die dort ausgestellt haben, mit viel Programmbuch dabei, und dort war thematisch Malz präsent im Rahmen der Vortragsreihen, die dort im Rahmen dieser Ausstellung stattgefunden haben. Und jetzt sind wir hier in Malz, oder? Malz auch wieder nicht gerade das Zentrum von Südtirol, nicht gerade so peripher wie jetzt der Lungau und Domatal ist. Aber deshalb würde ich mal an dich die Frage stellen, wieso Demokratie an diesen Orten thematisieren? Wieso nicht im Zentrum? Hat es einen Grund? Will man im Zentrum das Thema Demokratie nicht holen? Oder ist es irgendwie gut angesiedelt in der Peripherie? Also, jetzt fange ich mal von vorne an. Die Ausstellung mit dem Titel Demokratie ist lustig, haben wir für Südtirol schon vor 2 Jahren geplant. Und das Thema ist sehr aktuell, deswegen wollten wir diese Ausstellung an verschiedenen Orten in Südtirol zeigen und auch im Ausland.
Wir waren immer schon gut vernetzt mit verschiedenen Künstlergruppen und Organisationen, die sich mit diesem Thema auch künstlerisch auseinandersetzen. Und über die Plattform Art Contains, das ist eine Künstlerplattform, die in Wien arbeitet, in Salzburg und auch in der Steiermark, sind wir dann ins Domatal, in den Lungau gekommen. Und da wurde dann im September, wie der Armin schon erzählt hat, 2020 eine Ausstellung mit Vorträgen organisiert. Bei der Ausstellung, die wir auch dabei waren, und der Armin Bernhard hat dort auch einen Vortrag gehalten. Es scheint, dass sich die eigentlich interessantesten Projekte, künstlerische Projekte, wie vielleicht auch politische Projekte, in der Peripherie sich entwickeln. Immer mehr Organisationen, Künstlergruppen suchen außerhalb der Zentren, der Städte oder der elitären Kulturinstitutionen Projekte aufzubauen. Warum das so ist, ist eine gute Frage. Vielleicht ist aber der Ort, die Lokalität, wo diese Initiativen tätig werden, ist es nicht so wichtig. Denn heutzutage mit den neuen Medien sind wir ja gut vernetzt. Was wichtig ist, dass diese Institutionen sich entstehen können, sich entwickeln können und auch gehört werden. Das ist wichtig, nicht unbedingt der Ort. Diese Initiativen erproben neue Wege und neue Formen. Wenn ich jetzt von der Kunst rede, einfach neue Kulturformen, wie man damit leben kann oder wie man sich entwickeln kann in der Kunst. Die meisten sind Künstlerinnen und Künstler, die unabhängig vom elitären Kunstbetrieb agieren möchten, weil sie mit diesem Kunstbetrieb, der zurzeit ist, nicht mehr einverstanden sind. Der Kunstbetrieb im Moment ist ein kommerzieller, praktisch die Kunst ist zu einem kommerziellen Produkt verkommen. Dazu habe ich vor kurzer Zeit einen Vortrag gehört aus Frankfurt. Der Titel dieser Vortragsreihe war Global Lokal. Und Professor Stefan Heidenreich äußerte sich zum Kunstbetrieb, der nur noch von Sammlern und Kuratoren bestimmt wird. Man spricht sogar schon von Sammlermonopol. Da geht es nicht mehr um die Qualität der Kunst, sondern es geht hauptsächlich um die Liquidität, dass man die so teuer wie möglich verkauft, die Objekte. Es geht um Eigeninteresse und auch um Geldwäsche. Die Kunst braucht mehr Demokratie. Eine demokratische Kunst könnte ihr die breite gesellschaftliche Bedeutung wieder zurückgeben. Das Publikum soll wieder viel mehr in die Entscheidung einbezogen werden. Was die Kunst ist und was sie bedeutet. Denn auch die Kunst, hauptsächlich auch in den Museen, es geht auch um Steuergelder, um öffentliche Steuergelder. Deswegen. Es scheint so, als würde sich jetzt zur Zeit, jetzt in der Kunst, sich eine parallele Bewegung entwickeln, eine parallele Bewegung zu der elitären Kunst. Ich glaube, das könnte dann auch ganz interessant werden, weil sich zwei Ebenen hier entwickeln. Also jetzt kommen wir zum Standort Malz. Wir haben den Standort Malz für diese Ausstellung ausgewählt,
weil Malz genau zu diesem Thema Demokratie hier in Südtirol eine besondere Bedeutung hat. Ich persönlich bewundere die Malzerinnen und die Malzer, wie sie mit Mut ganz einfach ihren Wunsch geäußert haben, pestizidfrei zu leben. Sie müssen nun mit den seltsamen Reaktionen der treibenden elitären Wirtschaft und Politik zurechtkommen. Es ist ja ein Grundrecht der Demokratie, für freie Meinung, die freie Meinung zu äußern. Es ist wichtig, dass verschiedene Meinungen angehört werden und respektiert werden. Nur so kann man eine Gemeinschaft, kann man in einer Gemeinschaft wachsen und auch voneinander profitieren. Nur so kann ein immer stärker werdender, ein immer starrer werdendes System aufgebrochen werden. Danke. Vielen Dank, Erika. Das hat jetzt schon viele Fragen aufgeworfen, schlussendlich. Ja. Ich denke, da können wir ein paar Fragen dann mitnehmen in die spätere Diskussion rein. Ich würde jetzt den Ball von der Künstlerin weitergeben zu politischen oder ehemals politischen Akteuren und würde jetzt beim Malz bleiben und zuerst den Ball an Ulrich Veit weiterspielen. Ulrich Veit war ja zwei Legislaturen Bürgermeister von Malz, ist im Grunde als politischer Quereinsteiger in das politische Feld eingestiegen und ist danach als Queraussteiger dann wieder ausgestiegen, was ja auch nicht so üblich ist eigentlich im politischen Feld. Und jetzt würde ich mal andocken, ein sehr zentrales Thema deinen zwei Legislaturen war die demokratische Mitgestaltung. Erika hat das schon angesprochen, die Möglichkeit, dass Bürger, Bürgerinnen sich selbst einbringen können, in Form von eines, ob das ein Bürgerhaushalt ist, wo sie selbst mitreden können, was soll die Gemeinde machen, oder ob das in Form ist, dass sie selbst Entscheidungen mit beeinflussen können, an die sich die Gemeinde dann auch zu halten hat, mit Hilfe eines Referendums, im Grunde die ganze gesamte Gestaltung, in dem die Statuten so ausgelegt sind, dass die Bürger eigentlich da als eigentlicher Souverän ein starkes Mitspracherecht haben in der Ausrichtung der Politik. Jetzt bist du seit einem halben Jahr nicht mehr Bürgermeister von Malz. Und jetzt würde ich mal beginnen mit einem, wenn du jetzt Rückblick hältst auf diese 10 Jahre, der Versuch der demokratiepolitischen Instrumente in Malz einzusetzen, umzusetzen. Wie würdest du deinen Rückblick so sehen und hat sich das etabliert schlussendlich im Malz oder ist das alles noch sehr fragil? Und vielleicht auch vom Rückblick dann, wie würdest du das einordnen mit dem längeren Prozess im Malz? Ja, danke erstmal für die Einladung zu dieser Diskussionsrunde. Ich glaube, es hat einfach zuerst mal damit zu tun, wie man Demokratie sieht. Und wir haben das Glück gehabt, wir haben ein Jahr früher gewählt und dann haben wir ein bisschen mehr Zeit gehabt als die restlichen Gemeinden. Also wir haben ein Jahr eigentlich geschenkt bekommen und das Jahr haben wir eigentlich investiert. Und zwar sind wir der Meinung, dass es nicht wichtig ist, einmal alle 5 Jahre zu wählen und dann die Gewählten einfach arbeiten lassen, sondern dass man einfach als Bevölkerung sich aktiv beteiligt. Und darum haben wir das erste Jahr eigentlich nur investiert, gemeinsam mit der Bevölkerung ein Programm zu machen. Wir haben eigentlich kein richtiges Programm gehabt bei den Wahlen. Wir haben einfach gesagt, wir wollen euch mitbeteiligen und wir wollen mit euch gemeinsam das Programm machen. Und so haben wir ein ganzes Jahr lang mit professioneller Unterstützung, sind wir in allen Dörfern unterwegs gewesen und haben Thematische gemacht und haben einfach mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam diskutiert, wie wollen wir eigentlich leben in der Gemeinde. Und ich glaube, das ist eigentlich eine entscheidende Frage, wie wollen wir leben? Was sind unsere Werte? Was ist uns wichtig? Was ist uns besonders am Herzen? Und da haben wir
sehr, sehr viel Zeit investiert, auch sehr viel Energie investiert, um einfach zu erfragen, wie ticken wir Malzerinnen und Malzer, was wollen wir, was sind die Schwerpunkte. Und das haben wir dann in einem Strategiepapier zusammengefasst, und das war auch nicht ganz einfach. Im ersten Jahr hat man uns dann oft kritisiert, hat dann gemeint, ja, jetzt muss mal endlich was passieren, jetzt müsst ihr mal endlich was machen, jetzt seid ihr ein Jahr gewählt und es passiert immer noch nichts. Aber rückblickend muss ich sagen, macht das absolut Sinn, dass man sich zuerst Zeit nimmt, gut überlegt, viel miteinander diskutiert, auch viel kontrovers diskutiert, und dann, wenn das Programm steht, dann kann man erst arbeiten. Und das war für uns eine glückliche Fügung, dass wir dann am Ende dieses Jahres haben wir dann ein klares Programm gehabt. Wir haben genau gesehen, was wünscht sich eigentlich die Malzerin und der Malzer, wo wollen wir hin, wo sehen wir die Gemeinde in 10, 15, 20 Jahren. Und ich muss sagen, wir waren jetzt ja durch Corona ein bisschen länger im Amt, 11,5 Jahre, wir haben eigentlich die ganzen Jahre nachher mit dem Papier gearbeitet. Wir wussten ganz genau, wohin, wir haben ein klares Ziel vor Augen gehabt und konnten dann alle Maßnahmen ganz, ganz klar auf dieses Ziel ausrichten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich zuerst mal hinsetzt und als Gesellschaft mal auslotet, was sind wir eigentlich oder was wollen wir eigentlich. Und nicht nur einmal wählen gehen und dann sagen, ja, das werden die schon machen, jetzt schauen wir mal zu. Und dann kritisieren wir, mehr passiert nicht. Ich finde das sehr wichtig, dass man einfach aktiv sich beteiligt. Und das ist halt in einer Gemeinde viel einfacher, weil man viel näher weil man ein Teil dieser Gemeinde ist und weil man viel näher dran ist, als jetzt vielleicht jemand in Bozen oder in Rom. Und das finde ich wichtig. Plus ist halt so, dass ich der Meinung bin, dass in der Politik einfach es nicht richtig ist, wenn von außen zu viele Einfluss nehmen, Lobbys, Verbände, Interessensgruppen, sondern dass es eigentlich von unten, dass eine Gemeinde, ein Land, ein Staat, eine ganze Union soll eigentlich von unten wachsen und soll eigentlich, das Volk soll eigentlich bestimmen, was sind unsere Werte. Und nicht der einzelne Politiker, der dann beeinflusst ist von irgendwelchen Interessensverbänden und dann sich leiten lässt, Entscheidungen in eine bestimmte Richtung zu fällen. Das finde ich nicht ganz korrekt. Und ich glaube schon, dass es uns gelungen ist, eben mit diesem Strategiepapier oder mit diesem Leitbild, wie man es auch immer nennen will, es ist eigentlich egal, ein klares Ziel vor Augen zu haben. Und das hat mir eigentlich als Bürgermeister, aber ich glaube auch den rechtlichen Mitgliedern im Ausschuss oder im Gemeinderat sehr geholfen, weil wir immer dieses Papier vor uns hatten und bei jeder Entscheidung konnten wir schauen, führt diese Entscheidung jetzt zum Ziel oder ist diese Entscheidung eher kontraproduktiv? Und darum haben wir auch gesagt, wir haben überhaupt kein Problem, wenn Menschen auch unsere Entscheidungen in Frage stellen. Im Gegenteil, wir waren ja froh, wenn die Leute mitdenken und auch im Laufe dieses Prozesses immer wieder sagen, schaut da, habt ihr jetzt vielleicht was entschieden, was nicht ganz korrekt ist, das haben wir uns damals anders vorgestellt, dass man immer wieder auch ein bisschen zurückgeholt wird und auch mal einen Spiegel vorgehalten bekommt, weil es ist schon die Gefahr, dass man in so ein Fahrwasser reinkommt, in so ein Rad, wo man dann einfach marschiert und irgendwann braucht man halt jemanden, der dann einmal auf die Seite nimmt und dann sagt, du pass auf, da sollten wir uns das nochmal gemeinsam vielleicht besser anschauen. Von dem her bin ich eigentlich wirklich sehr, sehr zufrieden und sehr froh, dass es im Alter so viele Menschen gibt, die sich am politischen Prozess beteiligen, nach wie vor. Und wenn du mich gefragt hast, ob es jetzt schon stabil ist, ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Also ich glaube nicht, dass man in 11 Jahren, was vor allem im Bereich der direkten Demokratie, was aufbauen kann, was dann richtig standhaft ist. Das am Fundament haben wir gearbeitet und ich bin froh, dass jetzt auch Menschen neu dabei sind, die es ähnlich sehen und die jetzt weiterhin bauen, dass das Fundament so stark wird, dass einfach dann auch der Finch-Gewinn nicht daran rütteln kann. Schön. Vielen Dank, Uli Frey. Ich würde jetzt dem politischen Beobachter Christoph Gufler das Wort weiterreichen. Und zwar ist der Ausspruch Demokratie ist lustig, führt ja auf Josef Beuys zurück. Josef Beuys hat das damals, es war in einer Aktion, er hatte alle Kunststudenten und Studentinnen, die nicht aufgenommen wurden, weil es gab Eingangshürden und so weiter, und die nicht aufgenommen wurden, die hat er in seinen Kurs aufgenommen, hat er einen Kurs gemacht und dann
hat er im Grunde gegen die Regularien der Uni verstoßen und wurde deshalb von der Uni verstoßen. Und im Grunde die Aktion, wo er dann abgeführt wird, hat er dann überschrieben mit Demokratie ist lustig. Jetzt ist das ein Beispiel einer Situation, wo es eigentlich, sagen wir mal, gleich demokratisch und zumindest festgelegte Regularien gibt, Gesetzmäßigkeit, an die sich eine Institution hält und ein Professor sagt, nein, das findet er eigentlich nicht so richtig, weil da werden Leute ausgeschlossen, und eigentlich ist jeder ein Künstler und alle sollten da mitmachen dürfen und so nicht. Und solche Grundsatzfragen sind ja in Malz auch entstanden im Laufe der letzten Jahre. Und zwar die Frage, dürfen Bürger etwas wollen, das vielleicht nicht alles gesetzlich schon geregelt ist oder vielleicht mal anders geregelt ist. Die Frage, was dürfen Bürger und Bürgerinnen eigentlich wollen? Wie weit dürfen sie mit ihrem Wollen gehen? Und wem fordern sie mit dem, was sie wollen, heraus? Das heißt, das sind ja schlussendlich grundsatzpolitische Fragen, mit denen man sich in der Politik beschäftigen muss, wie weit wollen wir die Demokratie, wie weit wollen wir Demokratie, wie weit geht sie uns dann doch schon zu nahe, schlussendlich. Jetzt als politischer Beobachter mittlerweile in der Situation auch, wie es in Malz sich gespielt hat, wie würdest du das einschätzen? Ja, danke zunächst für die Einladung und ich bin gerne da. Ich habe auch die Menschen in Malz bewundert. Das war ja ein bisschen Symbolkarten für ganz Südtirol, auch neue Wege zu gehen. Und ich komme ja auch aus der Gemeindearbeit, ich war 15 Jahre alt in Marstein-Lerner. Damals ist die Direktwahl der Bürgermeister eingeführt worden und deswegen bin ich Bürgermeister geworden. Sonst von der Partei her war ich sicher nicht gut. Aber dann war ich es und bin. Und meine Erfahrungen decken sich eigentlich fast vollständig mit dem, was der Ulrich gesagt hat. Also wir haben versucht, die Basisdemokratie zu praktizieren. Ich habe den Blick gehabt, nicht von irgendeiner Lobby kick geworden zu sein und gemeine Politik zu machen, sondern eben durch diese ungewöhnliche Rolle eines quasi Blick gehabt, frei zu sein. Ich bin immer verpflichtet gewesen. Und das ist, wie du sagst, nicht ein großes Glück, wenn es ehrlich ist. Ich meine, ich nehme nicht schuldig und kann wirklich ganz unvoreingenommen an die Sache herumgehen. Und wir haben auch das Projekt Menschen in Lerner gemacht, da haben wir ähnlich wie es da eben Arbeitsgruppen gemacht haben und die Leute haben versucht, da mit einzubinden und in die Entscheidungsprozesse. Deswegen, laut Wikipedia, ich werde jetzt versuchen, ein bisschen einen Bogen zu spannen, aber mal gelenkt mit vom lokalen Geschehen ein bisschen zur Demokratie allgemein. Laut Wikipedia ist ja Demokratie eine Herrschaftsform, eine politische Ordnung, wo die Macht vom Volk ausgeht. Das ist die klassische Definition von Demokratie. Und ich denke, wenn die Gemeinde Malz den erklärten Willen der großen Mehrheit seiner Bürger umgesetzt hat, dann hat sie eigentlich genau das getan, was Demokratie eigentlich sein sollte. Die Probleme, die sich daraus ergeben haben, die glaube ich kennen wir alle nicht, zeigen aber ganz klar, dass Demokratie nicht etwas in Erz gegossenes ist und ständig neu verhandelt und austariert werden muss. Es gibt unterschiedliche Ebenen und es gibt unterschiedliche Machtpositionen, die alle mit diesem Instrument Demokratie spielen. Und ich habe mir gedacht, da bei der Vorbereitung auch ein, dass das vielleicht ganz gut ist, ihn so ein bisschen vor Augen zu halten, wie eigentlich Demokratie sich entwickelt hat, nicht? Weil wir sind ein dermaßen verwöhnt und ins Gebiet, das ist halt normal, aber das ist nicht normal. Nicht? Also, sagen wir mal 2000 Jahre lang, bis ins 19. Jahrhundert einfach, nicht? Bis zu unseren Urgroßeltern und Großeltern, nicht? War ja keine Demokratie. Nicht? Da war eigentlich die gottgewollte Obrigkeit da, nicht? Der Adel, die hohe Geistlichkeit, die eigentlich regiert da. Nicht? Auch im Malz da waren die Grafen von Trapp so umgekommen und ihre Adeligen nicht da weiter. Und das waren auch unterschiedliche Stände. Und die große Wende kommt ja erst durch die Aufklärung. Zur Aufklärung, das hat mit Malz sein zu tun und das hat mit
im Leben des Gemeindeamts auch ganz wesentlich zu sehen. Die Aufklärung ist der Wesen, der dieses System in die Luft sprengen kann, auf der einen Seite. Das ist ein berühmter Satz von Immanuel Kant, ich habe Mut, mich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das war revolutionär. Vorher hat es geheißen, wir wissen, was für eigentlich gut ist. Das ist die gottgewollte Ordnung, nicht? Und nicht du selber denken. Nicht? Das war auch nicht gefragt. Und mit dem fangst du dann an. Und da hat sich dann wahnsinnig viel verändert. Und ich finde es wichtig, dass man sich das vielleicht ganz kurz in Erinnerung ruft, was sich da verändert hat. Wir glaube, wissen alle nicht mehr, dass bis 1840 90% der Bauern, die eine Aufgabe da haben, der Hof nicht immer gekehrt hat. Sondern irgendwelchen Adeligen oder geistlichen Grundherren, die seien sozusagen Pächter gewesen. Schon Erbrecht oder Pächter, ihnen hat der Grund und Boden nicht gekehrt, wenn sie gearbeitet haben. Oder es ist nicht keine hundert Jahre her, nicht, dass ein Großteil der Bevölkerung, auch bei uns in Südtirol, praktisch rechtlos, kann man fast sagen, gewesen ist. Das sind die ganzen Knechte und Dirnen, die Dienstboten, die ja immerhin 65% der Bevölkerung ausgemacht haben. Die haben keinen Besitz gehabt, die haben kein eigenes Dach über dem Kopf gehabt, die haben meistens den Teilhaben gekannt, die im Weizenkorn Dach über dem Kopf gehabt haben. Und das sind in einer persönlichen Abhängigkeit von ihren Dienstherren gewesen. Nicht? Also dieses System Macht ist nicht nur auf den Adel beschränkt gewesen, es ist schon auf der unteren Ebene auch praktiziert worden. Und ich weiß nicht, viele werden gar nicht mehr wissen, nicht, dass bis 1918, also bis zum Ersten Weltkrieg, haben Leute, die keinen Besitz gehabt haben oder wenig Besitz gehabt haben, bei der Gemeinde umsuchen, ob sie heiraten dürfen. Die Gemeinde hat förmlich im Beschluss gefasst, du darfst heiraten, du darfst nicht heiraten. Die Bayern haben leider eh gedacht, die nachweisen, wie kennt um sie seinen Stand irgendwie sich selber zu verhalten. Und das ist bis 1919 rechtlich gewesen. Das ist leider alles schon vergessen. Oder es ist nicht so lange her, vielleicht 75 Jahre, nicht, dass kaum Mensch aus der unteren normalen Bevölkerungsschicht eine Chance gehabt hat, den gesellschaftlichen Aufstieg zu platzieren. Ein Studium zu machen, nicht, um es vielleicht richtig, obwohl die Masse hat keine Chance gehabt, ein Studium zu machen oder irgendeine Berufsausbildung zu machen, gegen eine Möglichkeit hat, einen gesellschaftlichen Aufstieg zu vollziehen. Oder nur Medizin. Nicht? Jetzt haben wir die Corona-Krise nicht, und wundert man sich oft über Diskussionen, was da stattfinden. Aber ich kann mich nicht erinnern, nicht? Als Bub bin ich mal mit 14 Jahren in einem Spital gekommen und bin in ein Soldring gelegen mit 60 alten Mandeln neben mir oder eine jüngere Mandel. und jetzt mal in einem Fernsehen gesehen, in drei Dutzen, da haben sie so ein altes Armerbeirin interviewt und da hat sie gesagt, ja, so ein Kind ist halt krank, schwer, nicht? Hat den Grimmen gehabt Ding, nicht? Und, aber wir haben jetzt Geld gehabt, um ins Spital zu gehen. Und das wären ältere und ältere sein, das noch wieder. Es hat sich unglaublich viel verändert und verändert hat sie sich mit dem, nicht? Dass der Mensch angefangen hat, selber zu denken. Und heute hat man oftmals das Gefühl, dass er dabei ist, das aufzugeben. Nicht? Und irgendwo befindet sich die Demokratie in diesem Sinne, glaube ich, in einer großen Krise. Nicht? Die ganz großen Fortschritte, und das ist ja bezeichnend, nicht, sind ja nach den großen Kriegen gemacht worden. Nicht. Weil alles am Boden gewesen ist, alles hingewesen ist, nicht, dann haben die Leute einfach ein bisschen mehr Vernunft zugelassen. Erst nach dem Ersten Weltkrieg ist Wohlrecht eingeführt worden. Erst nach 1919. Nicht. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht, wo wieder alles am Boden gelegen ist, hat man gesagt, so, jetzt müssen wir etwas machen. Und zwar durch alle Gesellschaftsschichten durch. In den Momenten, wo wirklich alles auf dem Boden gelegen ist, wo alles hingewiesen ist, war man bereit, über alle Gesellschaftsschichten einen Konsens zu suchen, um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern. Und da ist die berühmte soziale Marktwirtschaft entstanden, nach 1945. Also Wirtschaft, aber mit einer sozialen Verantwortung. Jetzt kürzlich bei Heinrich Böller mal wieder gelesen etwas und nicht, dann zitiert er auch einen Spruch von Adenauer. Und der Konrad Adenauer ist jetzt nicht in Verdacht, irgendwie sozialistische Gedanken gut zu haben, ganz sicher nicht. Aber sogar er sagt sein, mäßiger Besitz ist eine wesentliche Sicherung des demokratischen Staates. Der Erwerb mäßigen Besitzes für alle ehrlich Schaffenden ist zu fördern. Das ist im Prinzip die Definition von sozialer Marktwirtschaft.
das ist ja weil ganz gut gegangen. Nicht? Dann ab den 1980er Jahren plötzlich wieder eine Kehrtwende und dieser Neoliberalismus, der von Amerika ausgeht. Wir machen ja mal zwei Schnauben, etwas aus Amerika. Ich habe zu Inzia gekommen. Wir haben das letzte Wochenende ja Drogen gehabt mit Dolzen unten zum Thema Auswirkungen der Corona-Krise und so weiter. Und ein Referent ist der Gottfried der Beiner gewesen, den ich glaube, über den Finch gar nicht vorstellen brauche. Und der Professor der Beiner hat dann das ein bisschen thematisiert und hat eben das Neoliberalismus auch ein bisschen beschrieben. Und hat eben auch Namen gesagt, nicht? Das hat mit dem Reagan angefangen, die Thatcher nicht? Und auch die Sozialdemokraten, der Blair, der Schröder, der Gusenbauer, nicht? Hat gesagt, die haben praktisch das verraten, nicht? Ihre zu dem, was sie eigentlich gewählt worden sein, und haben das massiv gefördert. Und die Folge dieser Entwicklung ist eben, dass wir rein, glaube ich, ins weltweit oder im westlichen Welt, dann haben wir das sowieso anders wissen, nicht? Aber auch bei uns da, das ist immer die in einer großen Krise ist. Es hat die große Aufbruchbewegung gegeben, es hat Aufklärung, was sich wahnsinnig viel verbessert hat, das man sich gar nicht vorstellen können. Aber irgendwo stockt es jetzt. Nicht? Und das ist sicher ein Problem. Das ist eben nicht irgendwo anders, das ist bei uns auch nicht ist auch so. Schaut euch mal, bei uns wird bei uns Steuern zahlt, also 75% der direkten Steuern zahlen Lohnabhängige. Und wisst ihr, wie viel Steuern auf Vermögen gezahlt wird? In Südtirol, auch in Südtirol. 0,42%. Das ist ein Fakt. Und ich habe ein bisschen Vermögen, ich werde mir auch nicht darum weisen, dass ich mehr zahlen muss. Nicht? Aber zusammen ist Demokratie da und seine Regierungen da, dass man Regelungen schafft, die einfach ein bisschen einen Ausgleich ermöglichen. Weil das ist alles nicht gut. Und reden wir nicht von Amazon und von Google und so weiter, nicht? Die Milliardenumsätze haben, wie der Haushalt von Südtirol ist, nicht? Und sozusagen keine neue Steuern zahlen. Das ist eine Entwicklung, die stattfindet nicht? Und die einfach wirklich große Probleme verursacht. Also, um nochmal auf das Zitat von Adenauer zurückzukommen, man kann sagen, nicht, was wirklich passiert ist in den letzten 20, 30 Jahren, ist nicht der erwerbsmäßigen Eigentums für alle, eher die Schaffenden, nicht, wie es der Adenauer gesagt hat, sondern gefördert worden ist der Erwerb und die Sicherung unmäßigen Besitzes für wenig unehrliche Schaffende. Und wobei unehrlich jetzt nicht im juristischen Sinn zu verstehen ist, nicht, weil das meiste, was da passiert, das ist schon legitim, das ist schon gesetzlich abgesichert. Nicht? Man hat sich die Gesetze so gemacht, dass das geht. Steuerrasen und alles Mögliche. Und das ist eben der Punkt, wo man sagt, was Demokratie ist, nicht in Ordnung mehr. Nicht? Also da muss etwas passieren. Der Gottfried der Beiner hat auch bei der Drogung gesagt, die drei großen Versprechen, mit denen die Demokratie an die Menschen gemacht hat. Und die lange Zeit einigermaßen auch funktioniert hat. Sein D gewesen, nicht die Herkunft zählt, sondern die Leistung. Wenn der Sohn von meinem Heizungstechniker kein Primararzt ist, das hat es vor 100 Jahren noch nicht gegeben und wir müssen schauen, ob es das in 50 Jahren noch gibt, dass der sein werden kann. Also nicht die Herkunft zählt, sondern die Leistung. Niemand wird zurückgelassen, der etwas tüchtiger sein, der etwas besser sein, werden mehr machen, aber niemand wird zurückgelassen. Und das, was wir alle nur so im Kopf haben, nicht, unsere Kinder sollen es besser haben als wir. Die nächste Generation soll es besser gehen als uns. Nicht? Und die drei großen Versprechen, die sind heute nicht mehr reell. Heute ist es anders, nicht die Herkunft zählt, sondern also nicht die Leistung zählt so sehr, sondern das Vermögen zählt. Das Vermögen ist das, was eigentlich mehr oder weniger Demokratie beherrscht. Und draußen steht die berühmte Zweiklassengesellschaft, und alles sind nichts neue Sachen, aber Sachen, die wieder aktuell nicht kennen. Was auch gesagt wird, was wir natürlich auch gehen mit diesem System, die Natur und die sozialen Strukturen werden systematisch total überlastet, nicht? Bis zum Kollaps. Nicht? Das ist einfach. Nicht? Ja, was kann man denn, um aus der Situation rauszukommen? Ich zitiere jetzt nochmal den Gottfried der Beiner. Was es braucht, sind auf Fakten basierte Entscheidungen, die auf der Grundlage demokratisch legitimierter Werturteile stattfinden. Also Politik muss sich wieder nach Werten ausrichten, nicht nach dem Vorgaben des Kapitals. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Zum Schluss möchte ich noch etwas zitieren, wenn ich darf. Nicht?
bin ich fertig. Ich halte mir dann auch noch ein bisschen kürzer. Was ich jetzt einmal zufällig wieder gelesen habe, und die haben uns noch im Internet umgeschaut, der Max Frisch, nicht, vielleicht einigen bekannt als Schriftsteller, nicht, das hat sich nicht bald von der Schweizer Rechter, nicht der Schweizer, hat 1986 eine berühmte gewordene Rede gehalten, nicht, wo ein paar Sachen sagt, die, glaube ich, unglaublich aktuell sind. Das war 35 Jahre her, aber das ist wahnsinnig aktuell. Also, wenn ich zum Frühstück in den bürgerlichen Zeitungen blättere und wenn ich zum Feierabend fernsehe von Kanal zu Kanal, so bleibt kein Zweifel, dass die Aufklärung, das abendländische Projekt der Moderne, weitgehend gescheitert ist. Am Ende der Aufklärung steht nicht, wie Kant und die Aufklärer alle glaubten, der mündige Mensch, sondern der Tanz um das goldene Kalb. Und nach Schreiber weiter, was sagt er weiter? Mein Eindruck heute, man möchte nicht wissen, sondern glauben. Zum Beispiel an Sachzwänge. Das muss sein, weil das ist ja. Und Bewusstsein ist gar nicht begehrt. Das bringt nichts. Das bringt nur Verantwortung. Wenn schon Politik, dann Optimismus, Freisinn, dynamisch, sicher sein durch Bankverein. Das sollte Politik. Und natürlich, je weniger Staat, also je weniger Regulierung, je weniger Ordnung, Recht, also Rechtsordnung, desto besser. Schon wer öffentlich fragt, schadet der Wirtschaft, also der Heimat. Das ist gelungen, das gleichzusetzen. Gefragt ist Patriotismus, wo Berge sich erheben, sagt er nicht, man muss sich sagen, der Prinz, wo Berge sich erheben. Und vernünftig ist, was rendiert. Also leidseitig ist vernünftig. Und zum Schluss noch ruft Frisch zum Widerstand auf gegen diese Perversion von Demokratie. Ich weiß mich solidarisch mit allen, die Widerstand leisten. Auch Widerstand gegen Rechtsstaatlichkeit als Knechtung. Weil du vorhin die Frage geworfen hast, darf man nicht bestehen, was formell irgendwelchen rechtsstaatlichen Regeln vielleicht nicht ganz konform geht. Auch Widerstand gegen Rechtsstaatlichkeit als Knechtung. Widerstand auf allen Etagen dieser profitmanischen Gesellschaft. Widerstand mit dem Ziel, dass der Geist der Aufklärung sich durchsetzt, und zwar zeitlich genug. Erweckt zu neuen und anderen Versuchen eines Zusammenlebens von mündigen Bürgern. Und Ansätze dazu gibt es. Und dann sagt er, na, viel Zeit bleibt unserer Gattung vermutlich nicht. Ohne einen Durchbruch zur sittlichen Vernunft, der allein aus Widerstand kommen kann, wird es keine Zukunft geben. Ein Aufruf zur Hoffnung ist heute ein Aufruf zu Widerstand. So Max Frisch 1986. Diese von ihm geforderten Ansätze zu neuen und anderen Versuchen eines Zusammenlebens von willigen Bürgern sind seit den vergangenen 35 Jahren jetzt nicht gerade so häufig in Umgriff genommen worden, aber einer davon fand hier im Mal statt. Und das ist gut so, denn noch ein letztes Zitat, denn die Welt und die kleine Fenster in Finchgau und in Südtirol genauso wie die große. Die Welt geht nicht an den Schlechten zugrunde, sondern an den Guten, die das Schlechte nicht bekämpfen. Und der Schneidfahrt ins Holteinduft. Vielen Dank, Christoph Gubler. Und ich würde den Fall aufnehmen von Max Frisch, dem Aufruf zum Widerstand. Und dann von der Politik jetzt wieder auf die Kunst zurückkommen und das versuchen zu verknüpfen. Und das würde ich jetzt versuchen, Wolfgang Wohlfahrt das irgendwie verknüpft. Und zwar gibt er dein Werk eigentlich der Ausstellung den Titel Demokratie ist lustig. Und wenn man jetzt in die Runde gehört hat, dann klingt das alles überhaupt nicht lustig. In der aktuellen Situation. Sei es die Situation der Kunst, sei es die Situation der Politik. Beides klingt nicht lustig. Und da stellt sich die Frage, okay, was soll das jetzt mit dem Namen Demokratie ist lustig? Ist das jetzt Vergangenheit oder ist das eine Provokation? Oder welche Funktion kann eigentlich der Kunst zukommen? Oder könnte der Kunst zukommen? Denn Erik hat ja gesagt, sie fühlt das ja eigentlich auch in den seltensten Fällen aus. Welche Rolle könnte die Kunst da jetzt haben, in solch einem Fall zu agieren und vielleicht so ein Anstoß oder ein Ort des Widerstandes
der notwendig ist zu sein. Mhm. Ja, Demokratie kontrastiert mit lustig. Die Begriffe haben aber einen Zusammenhang, den wir als Motiv für diese Ausstellung gewählt haben, nämlich, dass die Demokratieausübung selbst so wie die Kunstausübung lustvoll sein kann. Beispielsweise kann das Lachen einen resilienzverstärkenden Einfluss auf den Organismus ausüben. Also lustig in diesem Kontext kommt von lustvollem, schöpferischem Tun und dieses macht widerstandsfähig. Und Widerstand brauchen wir in dieser Zeit, in denen die Politik sehr viel Unlust erzeugt, Unlust. Und in unserer Ausstellung, in der es zwar um Demokratieverlust geht, gegen den wir protestieren wollen, und eben gegen diese unlustige Politik, die wir momentan erleben, könnte die Kunst versuchen, etwas von dem wiederzubekommen, was sie ebenfalls zu verlieren scheint, nämlich die Autonomie, und versuchen mit dieser Demokratie, mit einem Lächeln vermittelt, eine Vorstellung von dem, was stattdessen sein könnte und sein sollte. Daher mehr Lust und Lachen, das Lachen in eine soziale Interaktion eine besonders intensive und häufig unbewusste Form der Kommunikation ist, hat den Vorteil, dass sich niemand direkt verletzt fühlen muss und innerhalb der sozialen Gruppen als soziales Schmiermittel oder Klebstoff funktioniert. Also ich versuche jetzt irgendwie die Kunst einzufügen in den Kontext Demokratie. Und da haben wir eben dieses Fluxus Multiple von Josef Beuys gefunden. Das ist eine Postkarte, die haben wir schon besprochen vorhin. Das ist die zeigt den Josef Beuys, wie er von der Akademie hinausgeworfen wird, in einem Spalier von Polizisten links und rechts. Und Beuys ist der Einzige, der hier lächelt. Also er könnte man sagen, entweder er findet es irgendwie lustig oder er versucht die Akademie als Hort der undemokratischen vorzuführen. Ja, und jedenfalls ist es im Gesamtzusammenhang der Arbeit von Josef Beuys zu sehen, der das Konzept der sozialen Plastik erklärt sozusagen also aus dem als einem sozialen, also das Allgemeinwohl betreffenden Handeln und den Begriff Plastik, der ein modellierfähiges und formbares Gebilde benennt, das visuell, haptisch, akustisch und auch thermisch erfahrbar ist. Thermisch, also die Wärme und die Kälte, von der wir heute gesprochen haben, gehört da auch ursächlich dazu. Und mit der Wahrnehmung der Gesellschaft gleichzusetzen ist. Die soziale Plastik steht daher als Hoffnung, dass die Kunst als interdisziplinäre Sprache zwischen Natur und Mensch in Bezug auf die bestehenden Umweltprobleme vermitteln kann und somit die Verwirklichung in allen Lebensbereichen der Gesellschaft das Leben auf der Erde zum Positiven verändert. Diese Universalisierung des Kunstbegriffs bedingte jedoch gleichermaßen das Politische, die Beteiligung aller am gemeinsamen Ganzen. Wir brauchen also wieder mehr Kunst und mehr Demokratie. Und
damals gab es eine gängige Frage in der Kunstwelt, warum lächelt die Mona Lisa? Die Antwort von Beuys war, die Mona Lisa lächelt, weil sie mehr weiß als Leonardo. Auf jeden Fall kam das Fluxus Multiple, von dem wir da gesprochen haben, einer weiteren Provokation gleich, die Beuys Anliegen umso bekannter machte. Mit seinem Auszug aus der Akademie zog er nach Kassel zur Documenta 5 um und hierfür richtete er 1972 ein Informationsbüro der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung ein und kandidierte 1979 als Vertreter der Grünen für das Europaparlament. Sein Anliegen war, dass jeder daran teilnehmen kann, das Leben insbesondere in Politik und Wirtschaft sozial und kreativ zu gestalten. So etwas gefiel nicht jedem. Demokratie heißt gemeinsam gestalten. Die Beteiligung aller Menschen ist ein wichtiges Werkzeug der Demokratie. Sie lebt davon, dass alle, die in ihr Leben mitreden und mitgestalten können. Der Schlüssel zur Demokratieausübung ist die Schaffung eines öffentlichen Raumes und danach dessen Kultivierung und Erweiterung. Ein öffentlicher Raum, in dem man mit anderen sprechen und ihnen zuhören kann. Er bietet die Chance, die abstrakten Prinzipien der Freiheit in die Realität umzusetzen, unsere Handlungsmacht zu entfalten und unsere Verantwortung füreinander wahrzunehmen. Vielen Dank, Wolfgang. Das war auch wieder ein sehr weiter Bogen mit sehr vielen Anknüpfungspunkten. Jetzt haben wir eine erste Runde gemacht, gestartet mit Erika, die ein bisschen das eingebracht hat, eine Kunstkritik auch im Grunde, auch den Kunstbetrieb ein Stück weit unter die Lupe genommen hat, Ulrich weiter die Erfahrungen reingebracht hat, ein demokratisches Prinzip in der Gesellschaft versucht zu etablieren. Christoph Kufler, der dann mit dem Widerstand am Ende und zuerst eingebracht hat, dass im Grunde Demokratie und Lobbyismus eigentlich ein Widerspruch im Grunde auch ist. Und Wolfgang, der jetzt am Ende ein Plädoyer eingebracht hat für die Stärke des Lachens, des Lustigseins, des Souveränseins eigentlich auch im Lachen, mit dem Anspruch, dem Wunsch, mehr öffentlichen Raum zu schaffen, um etwas besprechbar zu machen, etwas zuhörbar zu machen und dann ins Handeln zu kommen, in die Veränderung mit dem Wunsch nach mehr Demokratie und mehr Kunst. Jetzt würde ich den Ball zuerst mal euch allen, die ihr hier sitzt und die vier Statements gehört habt, so zu schicken und mal schauen, was ist bei euch so aufgetaucht, sind eine kurze aus dem Bauch, aus dem Kopf heraus, eure Gedanken dazu, eure Fragen dazu, was ging bei euch so durch den Kopf? Ich würde da viel dazu sagen, dass die... Sprich gleich die Regeln, aber das lassen wir jetzt mal durchgehen. Es gehört ja dazu, auch ein bisschen die Regeln zu halten. Erika, bitte. Also mir fällt auf, dass die Welt der Kunst sozusagen, die elitäre Welt der Kunst, sehr viel zur Zeit sehr viel Ähnlichkeit hat mit der politischen und wirtschaftlichen Situation auch. Das fällt mir auf, dass es wirklich Parallelen sind. Also es gibt keine Demokratie in der Kunst. Wenn ein Künstler heutzutage kritisch oder neue Formen einbringen möchte und das der Elite, sage ich einmal, nicht passt, dann wird er einfach ausgespart, nicht mehr eingeladen zu Wettbewerbe oder, sagen wir mal, einfach ausgehungert. Mir kommt es auch so, das ist wirklich so, das wissen vielleicht die Leute nicht, die mit Kunst zu tun haben, die nicht mit Kunst zu tun haben, aber das ist wirklich eine harte Welt auch. Und ich merke, dass das ziemlich ähnlich ist, wie auch bei, wie das zurzeit, ich glaube auch bei der Presse vorkommt. Ich
Ich meine, man merkt, dass immer weniger freie, die Pressefreiheit ist. Man merkt, dass immer weniger, dass immer die Presse praktisch, sag ich mal, aufgekauft wird und streng kontrolliert wird. Und es fällt mir alles auf, so genauso wie in der Kunstwelt. Es sind wenige, die da entscheiden. Und das erschreckt mich. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir das wirklich laut sagen. Und ja, das ist mein, was mir jetzt auffällt, beim, diese Parallelen eben. Mhm. Danke. Nichtsdestotrotz den Ball in die Runde. Ja, guten Abend. Mich würde interessieren, wie wir aus diesem Dilemma sowohl in der Kunst als auch in der Politik wieder herauskommen. Es stört mich auch schon seit langer Zeit, dass die sogenannte Kunst im politischen Feld überhaupt nicht präsent ist. Also die Kunst bringt sich außer bei so relativ kleinen und ja, bescheidenen Ereignissen ja überhaupt nicht ein ins gesellschaftliche Leben. Es wird Business gemacht, es werden sinnteure oder schandhaft teure Werke verkauft, aber von der Kunst als solcher hört man nichts. Ähnlich ist es auch bei der Demokratie. Die Demokratie, die verkaufen wir jeden Tag hoch und heilig. Und wenn wir sie dann praktizieren wollen, wie wir es in Malz versucht haben, dann gibt es gewaltige Aktionen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man da raus? Der Herr Gufler hat gesagt, Widerstand. Ja, das ist gut und recht, aber ich glaube, die Ursachen müssen immer so weit kennen sein, das geht zu lang, wenn wir darüber reden. Aber der Widerstand alleine wird uns wahrscheinlich nicht weiterbringen. Ich glaube, wie der Herr Gufler hat gesagt, hat ganz einen tollen Vortrag gehalten hat, die Demokratie ist allen weiterkommen nach großen Kriegen, also nach großen, leider Gottes, schmerzhaften Ereignissen. Und ich persönlich bin überzeugt, dass wir auch diesen Weg wieder gehen werden müssen. Wie die alten Griechen gesagt haben, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Ich glaube, einen richtigen Schub werden wir erst wieder machen, wenn wir uns anfangen, auf gut Deutsch die Bullen abschneiden. Weil das, was Großkapital derzeit speziell mit unserer Jugend aufführt, dass man, wenn zwei Akademiker in der Familie arbeiten und fleißig sein, sich nie und nimmer in Stand sein, im Iran eine Bleibe zu als Eigentum zu richten, dann wird das früher oder später klappen müssen. Und wir Alten werden die Jungen dabei unterstützen müssen, weil sonst geht das nicht weiter. Ich glaube, wie gesagt, der Widerstand allein wird zu wenig sein, man muss gar in die Aktion übergehen. Wir blinken jetzt ein bisschen scharf. Ich weiß keinen anderen Weg. Aber bitte, deswegen wären wir recht, wenn wir jemand an sanften Weg bevorschlagen kann. Vielen Dank für die zum Teil pessimistischen Aussichten, sagen wir mal. Ich denke, das ist ein Ball, den ich beiden zuspielen würde, sei es den politischen Vertretern, Beobachtern, als auch der Kunst, weil es hier beide eine Rolle ist. Und jetzt der Uli hat sich gemeldet, gleich im Gedanken. Ja, ich glaube, dass wir jetzt nicht an die Gurgel gehen müssen, ich glaube nicht, aber was schon auch meine Erfahrung, auch vor allem aus der Wirtschaft gezeigt hat, Krisenzeiten sind eigentlich gute Zeiten. Krisenzeiten sind eigentlich Zeiten, wo man sich verändern kann, wo man sich auch verändern will. Weil in guten Zeiten sieht niemand ein Interesse, etwas zu verändern, aber in Krisenzeiten sehr wohl. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Krisenzeit. Eine Pandemie ist schon mal kurzfristig vielleicht auch zentral zu lösen. Ich glaube schon, dass man einfach in einer bestimmten Krise auch mal kurzfristig was Zentrales lösen muss. Aber es war jetzt eigentlich die Zeit da, dass wir uns als Bevölkerung, aber auch die gewählten Vertreter, an einem Tisch sitzen und eben miteinander diskutieren, wie soll die Welt in Zukunft ausschauen. Weil ich glaube, wir haben alle gesehen, dass es so nicht weitergehen kann. Und selbst im Endeffekt schon ein bisschen in der Krisenzeit, wo wir momentan sind.
haben ja eh ein, zwei Leute sagen und haben auch ein, zwei Leute etwas zu tun. Die meisten in Landtag oder in der Regierung oder im Senat, die sitzen momentan allein rum, weil sie nichts tun können. Und das war jetzt eigentlich die richtige Zeit, wo man sich eigentlich nicht umsitzen soll, sondern wo man miteinander zusammensitzen soll und eben das Bild zeichnen. Wo will Italien hin, wo will Südtirol hin, wo will Malz hin? Dann müssen wir jetzt denn jetzt sind die Leute bereit, Veränderungen mitzumachen, mitzuleben. Und jetzt müssen wir uns hinsetzen und miteinander definieren, wo will man hin. Weil für die politischen Vertreter und auch für die ganzen Vertreter, die mit dem System halt leben, brauchen wir nicht erwarten, dass sich etwas verändert. Die leben mit dem gut. Die haben gesehen, dass das gut funktioniert. Und da ist aus meiner Sicht der einzige Ausweg ist mehr direkte Demokratie, mehr Mitsprache fürs Volk, weil um die ganzen Interessenverbände, die ganzen Lobbyisten, die ganzen Politiker, die so lange in Kamera sitzen, einfach weniger Macht, weniger Möglichkeit zu gestalten, dann gestaltet eben mehr das Volk. Und das glaube ich, jetzt einfach an der Zeit, dass wir alle aufstehen und nicht mehr Alte, sondern die Jungen. Ja, die Jungen haben es ja vorgemacht, was man erreichen kann, wenn man hartnäckig aufsteht. Mit der Klimainitiative haben wir Wissenschaftler jahrzehntelang schon gewarnt, wo wir hinsteuern und wie die Welt ausschauen wird, wenn wir endlich etwas tun. Aber die Jungen haben uns schon vorgezogen, wenn man hartnäckig jeden Freitag auf die Straße geht, dann bewegt sich, dann kommt wirklich etwas in Bewegung. Jetzt ist es leider mit der ganzen Situation ist wieder bestehen geblieben. Aber ich denke, da muss man einfach in der Richtung weitermachen. Wir müssen jetzt einfach gemeinsam das Bild zeichnen. Wir müssen gemeinsam sagen, wie die Welt ausschauen soll. Und nicht erwarten, dass der Regierungschef das für uns macht oder dass Florian Saubmann das für uns macht. Das werden sie tun. Danke. Aber jetzt muss ich eine Zwischenfrage stellen. Ich höre die Botschaft gern, allein mir fehlt der Glaube, Juli. Inzermalzer Ereignis hat uns das ja genau vor Augen geführt, dass das letztendlich nicht geht, dass die Lobbys heint, ja, so stark sein, dass sie im Willen von Volk so brechen können, aber so grausam brechen können, dass das gewiss ein zweites Mal nicht mehr tust. Ja, wir nicht. Nein, ja. Ich glaube, die Lobby kann nicht im Willen von dem ganzen Volk brechen. Die Lobby tut momentan leider im Willen von einem Politiker brechen. Ein Lang. Die brauchen Laie zum Landtag hingehen und sagen, mit Druck ausüben, dann kriegst du nichts durch, was der Lobby nicht passt. Das ist eben das große Problem. Wenn ich aber direkt demokratische Methoden habe und Instrumente habe, ein ganzes Volk mundtot machen, dann funktioniert das. Bei der Politik kommt es momentan relativ leicht. Die brauchen momentan nicht so an hingehen. Aber dass sie ganzes Volk manipulieren, ich glaube, ich ist das Volk einfach zu intelligent. Ich glaube, wenn man oft hört, das Volk ist zu dumm, stimmt bitte. Die Leute denken schon, die Leute haben eigentlich schon ein klares Bild, wo sie hinwollen. Und wenn das Volk direkt mitregiert, dann hat es die Lobby allem schwer. Dann hat es jeder Interessenverband schwer. Doch, wir haben ja auf meiner Malzerrede erwähnt worden, wir haben nicht gleich abgestimmt für etwas. Wir haben etwas geschaffen, wir haben unsere Zeitgenossenschaft gemacht, wir haben die Bürgergenossenschaft gegründet. Wir haben ja positive Beispiele, wie man die Demokratie konkret umsetzen kann. Du bist eine leuchtende Säule über 40 Jahre mit der Umweltschutzgruppe, du bist Gründungsmitglied von unserer und von sozialen Genossenschaften. Ja, der ist schon etwas. Es wird oft gesehen von anderen Leuten, es wird auch kaputt gemacht, es wird kaputt geredet, es wird schlecht geredet. Also ich bin da optimistisch diesbezüglich. Probieren wir es halt im Kleinen da. Aber wir haben bewiesen, der Bürgergenossenschaft, es funktioniert. Und es geht auch mit der Veteran, der sozialen Genossenschaft. Wenn wir entstanden sind, die Kleinigkeiten, bis also die Demokratie entstanden ist, weiterzuentwickeln, ein bisschen weiterzumachen, vergrößern, auseinanderzunehmen, dann werden wir schon entstanden sein. Vielleicht bin ich zuerst optimistisch in der Richtung hin, aber das sind direkte Folgen unserer Volksabstimmung. Und die haben etwas bewirkt. Und wenn du sagst, nicht mehr Provisionen brauchen, ja, aber wir brauchen ein bisschen über alles ausgehen, wenn man viel verwundert, und wenn wir bekämpft werden, dann haben wir auf der anderen Seite eine Chance, vielleicht weil die als Sprecher von Malzerweg alle wieder die Mitteilungen kriege und die E-Mail ansprechbar bin. Ne? Und dann kriegt das Malzerweg, so einige Dutzend Beispiele in Europa aufzählen, die dank unseres Mutters in Malzerarmut gehabt haben und noch imstande ist es sein, schneller und besser umzusetzen und vielleicht mit weniger Schmerzen, als wir sie erlitten haben und allem erweilen, die ganzen Prozesse, die wir führen müssen. Ne? Ich bin nicht so pessimistisch. Pessimistisch bin ich momentan, was die ganze Corona-Geschichte anbelangt. Wenn ich sich mit welcher, also, ja, wie soll ich sagen, soll man sich einfach eine Kandare nennen lassen?
mit, reden jetzt wissenschaftlich nicht, also mit 0,1%, 1,45% Tödlichkeit von einem Virus, hat man jetzt wirklich eine Kanäle nehmen lassen und lassen uns den Mund verbirgen, wer sich traut, wissenschaftlich dagegen zu halten, wer das Faschist einfach niedergeschrien, wer diffamiert als Aluhut und. Und das sind Nobelpreisträger, das sind IQ 300 Leute, die auch sagen, schauen wir uns gemeinsam alles an. Und mein leuchtendes Beispiel in dieser dunklen Corona-Zeit ist die Sache Wagenknecht, der man Gott sei Dank keine Faschismus unterstellen kann und im Bundestag so Sachen sagt, tiefdemokratische Sachen sagt, die mir Sauerstoff geben. Wir haben ja in Molzer, der hat die Molzalben in den Wirklichen eingeflogen, hat er bei Molzer wegen mir gestimmt, der Viktor Berle sitzt im Bundestag draußen für die Linke. Und ich kriege von denen ganz viele Sachen mit. Und hätte du weißt, der Molzer Weg ist im Bundestag, wie die Sache Wagenknecht, der von der Erstel oben Jahre einen Urlaub gemacht hat, der vorgeschrieben hat, der Professor Christian Schneider, der Locherprobe Molz, den Andreas Konkers so debattieren über Molzer Weg, haben wir zwei, drei Leute drinnen, der unser Anliegen auch im Bundestag getragen. Wir haben es im Europäischen Parlament untergeschoben gewesen und wir sind alle zusammen oben gewesen. Sei es nicht so pessimistisch. Ich bin, wir kriegen alle nicht auf die Arme. Ich weiß ja selber, was das heißt. Und meine Prozesse sind nicht abgeschlossen, aber lass mich nicht lachen, das ist mein alter Spruch, lass mich nicht lachen. Dann gehen wir, wir fliegen auf einen Notfall unter. Aber lassen wir uns nicht das kulturpessimistisch an die Kanäle nehmen und ja, Künstler schreit es mehr, macht es mehr, dreht man auf, machen wir ein Namensschiff, fahren wir durchs Land. ja, das sind die Sachen, die vielleicht die 68 Jahre cool gewesen sein. Da hat man sich getraut nur die Sachen. Ja, das kleine, das sind im Malzburg, ja, man sagt, Entschuldigung, das ist viel Rede. Lass mich nicht locker, also nicht so pessimistisch sein. Ich würde jetzt den Ball aufgreifen. Wo in diesem Disputfeld zwischen Politik, politische Vertreter, Lobbyismus und auf der anderen Seite so Bevölkerung, die eigentlich einen eigenen Willen hat und eine eigene Vorstellung hat von der Zukunft, zur Kunst hin. Weil es eigentlich geht es ja darum, okay, welche Rolle kann da die Kunst spielen in dem Feld. Also welche Aufgabe, wollte man das als Spielmittel, als Luxus in dem Feld drin, aber wie kann das jetzt konkret ausschauen, dass der Widerstand, wie könnte das jetzt sein? Das ist tatsächlich wahr, also die Kunst war in der Zeit, in den 60er, 70er Jahren wesentlich kritischer und aufmüpfiger und kontroverser auch, ist sie auch diskutiert worden und auch widerständiger, muss man sagen, als heute. Heute ist sie irgendwie aufgeregt zwischen dieser Gruppe von Gemeinnützigkeit also, und Luxussegment. Diese Kunstszene, die mit über große Preise sozusagen, die in der Kunstwelt gehandelt wird, die würden niemals sozusagen ihre Freunde gehen lassen und sich politisch einbringen oder auch nur über Demokratie nachdenken. Und die Gemeinnützigkeit hat eben dort die Grenzen, wo man als Künstler überleben muss oder fallen gelassen wird. Also es ist immer eine Gratwanderung als Künstler heute. Man ist selbstständig und wenn man kein Einkommen hat, steht man ziemlich blöd da. Darf ich das sagen? Ja. Beim Karl Plattner da gehabt haben, letzte Woche habe ich Politikum vorgetragen, der war der größte Künstler im 20. Jahrhundert, der genau das gesagt hat. Und was er so getan hat, er hat gemerkt, seine Bilder werden plötzlich unerschwinglich teuer. Heute noch ein kleines Plattner-Bild 10x10, ein Ölbild 30.000 Euro. Er hat gemerkt, seine eigene Kunst entgleitet ihm und wird zu Spekulationsobjekt. Und er hat angefangen, Drucke zu machen, damit jeder im Volk und Anführungszeichen einen Plattner holen kann. Das war vielleicht eine Chance. Mhm. Mach ein Kunstwerk, das 30.000 Euro kostet, das Land umkaufen soll und dergleichen. Und mach viele kleine Sachen auch.
die vielleicht, ich vorschlage, das ist eine Diskussion da, aber ich kann glauben, wo genau derjenige war, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass ein normaler Mensch mal von mir kein Bild mehr leisten kann. Hm. Dann hat er eben 200 Lithografien gemacht und 200 von denen und 200 Kaltnollen bei dir. Und verdient schon auch Kleinigkeit dabei. Aber du bringst A, die B, die Kunst, du bringst unter das Volk, du demokratisierst die Kunst auf die Art und Weise. Vorschläge sind in der Runde, was selbst eine Möglichkeit. Ich glaube, was der Wolfgang hat mal sagen, das geht viele in Situationen so. Wenn du aufmüpfig bist, wenn du das System kritisierst, dann kauft dem das Land keine Kunst für 30.000. Dann kauft es der Wolfgang nicht mehr. Ach, klar. Das ist das Problem. Und das ist auch vielfach bei kritischen Leuten so. In Südtirol weiß eigentlich jeder, wenn wir uns ehrlich sind, weiß von uns jeder, wenn ich kritisch bin und wenn ich aufmüpfe und wenn ich kritisiere, dann tue ich mir in Südtirol schwer. Weil Südtirol ist brutal klar. Wenn du irgendwo willst Fuß fassen und wenn du nachher irgendwo willst eine Arbeit kriegen, dann musst du natürlich mit dem System mitschwimmen. Oder du bist unabhängig und sagst, ich brauche das nicht. Aber sonst ist es genauso wie ein Künstler, genauso wie jemand in der Wirtschaft ist. Ich zum Beispiel, bist, wenn ich nachher abhängig bin, dass ich in Südtirol mit meiner Ausbildung einen Job kriegen will, dann hätte ich auch nicht still sein. Ich bin auf der Rückkehr, ich bin unabhängig, ich brauche das nicht. Und darum glaube ich, dass vor allem wir Leute, die unabhängig sind, die das leisten können, wir sind aufgefordert, auch zu kritisieren, kritisch zu sein und weiter zu liefern. Ich kann nicht von jemandem verlangen, der ein Haus gebaut hat, der eine Familie ernähren muss und der abhängig ist von seinem Beruf. Ich kann nicht von jemandem erwarten, mit dem System, wie Südtirol funktioniert, dass er aufsteht und kritisch ist. Dann ist der weg. Das ist doch das Problem. Und selber haben sie ja mit ihm auch probiert. Bei uns haben sie gesagt, jetzt strich dir mal andere den Kopf ein Loch aus, jetzt schlagen wir denen mal den Kopf vor und jetzt zahlen wir das ganze Land. Und dann werden sie schon sehen, was passiert mit dem Alzo, wenn sie sich trauen. Und das passiert mit den Kohle, wenn sie es jetzt. Einfach eine Botschaft. In den Prozessen. Einen bestrafen. Ja, in den Prozessen haben sie nicht geführt, weil sie glauben, Recht zu haben. In den Prozessen haben sie genau den Grund geführt, um zu sagen, was passiert mit kritischer Leid. Sie werden einmal vor Gericht suchen und dann werden andere schon, dann verlieren andere auf die Mut. Das muss man einfach auch verstehen. Und darum glaube ich, dass wir müssen da auch Mitinitiatoren sein und mir einen Weg vorzuhaben, weil diese Unabhängigkeit brauchst du, wenn du willst. Und das glaube ich bei einem Künstler auch, wenn ein Künstler das braucht, um täglich zu überleben, dann weiß man einfach, dann musst du einfach Teil vom System sein. Und wenn er halt, was man von der Kunst eigentlich gewöhnt ist, obwohl du ein bisschen kritisch bist, dann bist du halt nicht mehr Teil vom System. Uli, es gäbe alle 4 Jahre Wahl, alle 5 Jahre Wahl in der Dunkelheit unten, könnte derjenige, welcher eine Botschaft aussenden. Und die Botschaft, ich bringe es an, kommt auch nicht um, selbst das Problem an. Aber wenn die Botschaft ankäme, dann glaube ich, wo es auch im Landtag ein bisschen aufgeht. Schau, das ist ich das ja. Darum sage ich ja, wir müssen wieder mehr direkt demokratische Instrumente anfangen. Wir müssen als Volk wieder mehr mitreden können. Weil was tut Trauner? Trauner hat sicher einen ganzen Haufen gute, tolle Ideen und möchte eine Richtung hin entwickeln. Aber Trauner tut ohne bestimmte Lobby oder nichts. Nichts, weil er keine Mehrheit. Wenn er irgendein Gesetz vorbereitet, das gegen die Landwirtschaft ist, das gegen den HGV ist, das gegen. Der hat null Mehrheiten. Die Arbeitnehmer sind allem diejenigen gewesen, die am Ende richtig gesagt haben, dann seien wir halt solidarisch und stimmen halt auch mit, weil es halt die Partei von uns verlangt. Ja, so sind wir mit den Bauernvertretern. Der selbst auch ich sage, das ist negativ für die Landwirtschaft. Entweder du tust das aus und sonst stimme ich dagegen. Und dann hat er auch noch keine Mehrheit. Da tust du nicht regieren. Wir haben das Glück gehabt, auf Malz, wir haben eine brutal gute Mehrheit gehabt. Und dann kannst du etwas tun. Aber beim Land geht nicht weiter, wenn wir es nicht als Volk tun. Weil er bringt nichts durch. Der Saum ist eigentlich ein zahnloser Tiger. Der kann nichts tun. Schau es eigentlich mal an. Der kann mehr an den Gesetz durchbringen, wenn irgendein Verband oder irgendeine Interessensgruppe dagegen ist. Das ist das große Problem. Und darum sage ich, muss man hinkommen, dass man eben die Interessensverbände die Macht wieder nimmt. Dass man der Lobby die Macht wieder nimmt. Und wieder im Volk, die müssen wir jetzt wieder zurücknehmen, die Kärtchenkins, die haben wir eigentlich delegiert. Die müssen wir jetzt wieder zurücknehmen. Weil in Brüssel sitzen 25.000 Lobbyisten. 25.000 Leute, die haben nichts anderes zu tun, als jeden Tag Politiker
zunächst mit zu lohnen, mit denen zu reden, die versuchen zu überzeugen. 25.000 Leute. Das ist ja groß, das ist eine Stadt. Das heißt, im kurzen Grunde gibt es im politischen System keine Personen, die eigentlich das vertreten, wofür sie eigentlich gewählt sind, aber die Bürgerinteressen im Grunde vertreten. Das heißt, im Grunde studiere ich den Ball gewesen, auch an die Arbeitnehmer, die im Grunde dann oft angesprochen werden, die dann vielfach mitschwimmen. Als lange Jahre involvierter, siehst du das gleich? Ja, nicht ganz gleich, Gott sei Dank, aber jeder hat so ein bisschen seine Hoffnungen. Was man stellt zum Schluss. Ich bin von Richard Deiner seinerzeit gehabt worden, weil ich der Bürgermeister war, der Arbeitnehmer zu übernehmen. Deswegen das Wort Parteifunktionär hat mir nicht so gut gefallen, weil ich habe nicht das Parteifunktionär empfunden, sondern er hat einfach gesagt, dann da muss man etwas gehen jetzt, weil jetzt denkt vielleicht drinnen könntest du noch die Bürgerlichen holen. Wofür vielleicht inzwischen nicht ist, ja, das ist alles dort dann angestellt gewesen, nicht ist ja gar nicht mehr wild. Und dann hat man eben versucht, ein bisschen den Karren aus dem Dreck auszuziehen. Aber es ist schwierig, weil die Partei, in Südtirol, die Volkspartei, ist eine Partei der Besitzenden. Also ich bin auch klar Besitzender. Nicht, dass Besitz etwas Letztes ist, nicht im Leben, da wünschen wir uns alle nicht. Aber wie der Uli gesagt hat, wir müssen es nehmen. Man sieht halt, jeder sieht halt gleich sein Suppenteil und nicht drüber aus. Und das ist das Problem. Und das ist nicht bereit, man schon nicht zu deinem Thema reden. Nicht? Also das sind nicht deine Steuern, wie ich vorhin gesagt habe, die ja total ungerecht bezahlt sind. Das ist einfach so. Nicht? Es sind ja sowieso auch ganz viele Sachen, die eigentlich, wenn man mit dem normalen Hausverstand denkt, so wird kein gesagt, aber denke ein bisschen nach, den überhaupt nicht zusammenstimmen. Schlag es eigentlich einmal um. Die Architektur von einem Hotelheim bei uns in Südtirol, auch von einem Bauernhof, ihr seid da eine andere Gegend, aber bei mir heute in Lana sind die neuen Bauernhöfe super wild, nicht mit Schwingenpool und wenn da ein Stück Anschlag oder so wie daneben so stehen. Also man kann Hotels bauen, wo ganz Profis und Lareinplatz hat einfach im Volumen. Man kann 1500 Kubikmeter auf der Hilfstelle richten, man kann in der Gewerbezone fixieren. Das ist alles gut und recht, die haben da nicht dagegen. Das müssen die Leute selber zahlen und die können schon buckeln, dass sie zu den Kämmen vielfach. Ne? Aber weil du als Bürger, was du die 80% von der Bevölkerung ausmachst, die Dachgabe ausbauen willst, oder unter Dach, weil du jetzt ein Kind, drei, zwei Zimmer für deine Kinder gemacht hast, illegal, nicht bei 5 cm oder was. Nicht? Und das hält den Menschen noch probiert, vielleicht einige werden es probiert haben, was du jetzt für einen Spießrotenlauf machst wegen der 5 Quadratmeter oder unter Loch. Und daneben kann nur noch 20, 30 Meter hoch einen Turm vom Babel aufstellen, null Problem. Das ist auch so ein Beispiel, wo man sieht, das geht ja alles nicht mehr zusammen. Und nicht zusammengehört ist, dass die Leute es einfach hinnehmen und sagen, ich verwundere ihn nur gerne. Also. Warum soll der normale Mensch, der die Mehrheit ist, nicht auch ein bisschen, wem schadet das? Wenn er seinen Dachboden ausbauen kann, wenn er Artikel zurückbauen kann, jetzt sind ja die heimischen Handwerker, kommt in den Sektoren, das Geld kommt ja alles wieder zurück. Und beim Wohnbau angesprochen worden ist, ich glaube, du hast vom Notar geredet. Da waren die Arbeitnehmer erfolgreich. Nicht? Das hängt schon mit den Schäfitäten oben zusammen. Und einfach da lassen wir etwas gehen, ein Sauerrot und bereiten von die Fernsehen. Und das Wohnbaumodell, das wir aufgebaut haben mit dem geführten Wohnbau, das ist beispielhaft in Europa. Mit mir haben einen Anteil von fast 80% Eigentumswohnungen. In Deutschland sind es 50%, in der Schweiz sind es 15% der Eigentumswohnungen. Das ist schon gut, dass das als zurückgefahren worden und ich verstehe nicht, warum. Weil, was einem gesagt wird, das ist die Antwort der Kind, das ist kein Geld da. Das ist so die Standard. Und das glauben die Leute. Und schau nicht tun, dass der Ronnes Haushalt jetzt so reingeht, dass wir jetzt bei 6 Milliarden sind, vor 10, 15 Jahren sind es noch 5 Milliarden gewesen. Es ist nicht genug Geld drum, aber es ist Geld drum in unglaublichen Mengen. Es wird auch gesagt, es ist kein Geld da. Für die Wiesen ist Geld noch schon da. Aber das ist nicht gesund, das ist auch nicht vernünftig. Das ist bei meinem Problem, wenn du das ansprichst, nicht bei den Arbeitnehmern. Hat man versucht, das ein bisschen aufzubauen, das ist auch gelungen. Wir haben wieder zwei Leute mehr gekriegt. Ich nicht, weil ich für die Arbeitnehmer rein bin, statt von mir. Aber ist ja wurscht. Und da muss man auch denken. Nicht, weil letztendlich kommt es darauf unbedrohlich, sag Gott, wenn ich gleich von
Also wir haben eine Situation, wenn wir uns ein Fußballfeld vorstellen, aus einer Bohle auf der Tribüne oben stehen oder hinter dem Zaun und schreien und hinschreien. Mit dem darfst du aber keine Tore schießen. Wenn du willst Tore schießen, musst du spielen auf dem Spielfeld drin und du darfst nicht keine Tore schießen. Und dann haben wir so ein großes Problem, dass hinter dem Zaun auch Ball nicht mehr steht. Vielleicht, dass wir saturiert sein, dass wir eingelullt sein, dass wir das als Gott. Wir sind fast wieder da oben vor der Aufklärung, das ist die gottgewollte Obrigkeit sozusagen. Das ist normal, dass der von da ein Darstellen, ein Teil darstellen, wo 300 Leute Platz haben, wo du daneben kannst, nicht ein Zimmer dazu bleiben. Ich mache nicht den Hotelier im Vorwurf, um so etwas nicht hin, wenn man es kann, nicht dazu sagen. Aber das System, nicht? Das verstehe ich nicht. Und das Problem ist, dass die Leute, das, wie gesagt, hinter den Zahlen, nicht mal hinter den Zahlen mehr stehen und hin schimpfen, nicht mal selbst gehen sie mehr. Also da ist schon schwierig. Und das, was du gesagt hast, darfst du sagen, ich finde, ja. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, nicht? Und was man aufschreckt, nicht? Wenn du sagst, das wird wieder ein Krieg kommen müssen, damit sich wieder etwas ändert. Das ist eine Überlegung, die hat Hand und Fuß. Weil wir auch meinen, das ist weit weg von alles. Nicht? Weil hat man noch beim Ersten Weltkrieg auch gemacht, weil da Sarajevo unten den Bombenvogel geschossen hat, da kam ein Mensch, ich glaube, dass drei Monate nach der Weltkrieg ausbricht mit 11 Millionen Toten, nicht? Dass der Hitler an die Macht kommt. Nicht? Da kam ein Mensch, ich glaube, ein paar Jahre vorher nicht? Und die ganze Geschichte. Das kann wahnsinnig schnell gehen. Weil, wenn jetzt ein Krieg kommt, der dritte Weltkrieg, ich weiß nicht, ob da noch eine Regel bleibt. Also das Risiko kann ich nicht dingen. Und deswegen möchte ich teile die Sorge nicht. Aber ich ganz wahnsinnig davor warnen, das zu sagen, dass man ein Klima erzeugt, und wir doch richten zu wenig, das ein Klima zu erzeugen. Aber das ist früher ja gewesen, da haben die Leute auch gesagt vor den großen Krieg, alles geht als Nehmer, die Demokratie und alles ist schlecht, alles geht nicht mehr. Dazu ist noch die Not gekommen, die Arbeitslosigkeit, die wir noch nicht haben, die wo man jetzt auch nicht vielleicht, hoffentlich jetzt kommt man nicht so, wo man die auch kommen kann. Das ist alles nicht so, dass das nicht kommen kann. Wenn es dann aber zukommt, nicht nachher, ist der Funke da, der es fast noch zum Explodieren bringt. Aber ich bin eher ein bisschen optimistischer. Ich glaube, die Phase von dem Neoliberalismus, also der Turbokapitalismus, der den kann was bringt, es zeigt sich langsam, das geht nicht, das funktioniert nicht. Wenn Symptome dafür sein, dass in Amerika ein anderer Präsident geworden ist, der Biden, nicht? Zum Beispiel. Nicht? Die ganze Future-Bewegung. Nicht? Also es tut sich schon etwas. In Europa da, nicht? Die Grenzen des, also nicht das Wachstum mehr als Ziel jetzt für die obersten Wirtschafts- und politischen Gremien in Europa, das sind unglaubliche Veränderungen, gell? Weil bis vor kurzem hat die OECD gesagt, kein Wirtschaftswachstum, nicht? Und jetzt sagt die OECD in der neuesten Studie, nicht? Nichts mehr Wirtschaftswachstum. Und das sagen nicht irgendwelche Linken oder irgendwelche Grünen oder irgendwo Ding. Das sagen die obersten Macher. Nicht? Also ich sehe nun, das System mit dem Turbokapitalismus, das funktioniert in sich auch nicht auf die Dauer. Nicht? Und das sind schon Hoffnungen, nicht, dass sich da etwas verändert. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene, da bin ich auch voll überzeugt, ist die Basisdemokratie. Weil weiß man nicht krass, weil das sind Worte, die einen so schon negativ fast sein irgendwo. Aber man möchte ja, ich bin ja auch bei ein paar Gemeinden, und das ist schon ein tägliches Brot. Viele Gemeinden wollen ja etwas nicht. Da macht man Leitbilder. Das war ein langes Thema, nicht? Da habe ich mich auch mal ziemlich interessiert. Ich bin mal in ganz Österreich rumgefahren und in der Schweiz schauen, wie das machen wir, die O-Modelle, gute Modelle, du kannst schon kennen. Wenn man das, da muss man organisieren, was das ist das Problem, du hast ja gesagt, das kostet ein bisschen Geld. Du kannst einen Bürgerbeteiligungsprozess kannst du nicht so nebenbei machen. Nicht? Weil wir die eine Arbeit gemacht haben, dann machen wir einmal die Woche, einmal im Monat, zwei Stunden einen Bürgerbeteiligungsprozess. Wenn ich einen 100 Meter Gehsteig bauen muss, dann brauche ich drei Techniker, die 100.000 Euro kosten, und dann brauche ich noch drei Baufirmen, die 100 Meter Gehsteig bauen können. Ist ja gut. Aber einen Bürgerbeteiligungsprozess zu machen, der eigentlich das um und auf ist, weil das Zelt darf nicht 50.000 Euro kosten, weil das ist einfach nicht, das geht nicht, das ist schon möglich. Und dann brauchst du Fachleute, die begleiten, nicht? Weil beim Gehsteig brauchst du auch Fachleute, die den Gehsteig machen. Und das kann nicht die Kulturreferentin oder Sozialreferentin so nehmen, bei dem, was es meistens tut, meistens ist es nicht der Bürgermeister, der die Sachen macht.
da braucht es eben diesen Paradigmenwechsel, das hat man auch schon als vorgeschlagen, auch auf politischer Ebene, jetzt hat das auf fachlicher Ebene lang schon propagiert und die in so politischer Ebene versucht umzusetzen, weiterzubringen und förderstunden. Und da muss ich auch sagen, bei einer Kampagne schreibt man sich einen Paradigmenwechsel erwartet, nicht? Also nach dem Lohnmeldung. Und heute bin ich wieder bald so weit, dass ich so für Lohnmeldung respektiere heute oder mehr. Weil es hat, du hast die Erfahrung auch gemacht, es hat schon zu sagen, wer oben zu ist. Ja. Du hast sicher recht, dass es schwierig ist, weil die Mehrheitsverhältnisse entsprechend sind und die Macht der Lobbys. Aber wenn du gesagt hast, gewisse Lobbys sagen, da stimme ich nicht mit, das ist ja elegant ausgedrückt, nicht? Weil im Umkommen sagen sie, das beschließen, da ist das die Gesetz. Und die uns sind ja nicht einmal selber, dass sie das durchlesen meistens. Und wenn sie es durchlesen, dann sind sie eben, wie gesagt worden ist, ja, sind wir solidarisch. Nicht? Aber Solidarität kann auch nicht an der einseitig sein. Nicht? Und ich glaube schon, dass wir an einem Punkt langsam kommen, wir haben eine Jugend, die nie so gut ausgebildet gewesen ist wie heute. Die nie so eine Matura hat, ein Studium hat, in Ausland Erfahrung gemacht hat. Ja, die werden halt irgendwo mal etwas kennen und sagen. Das Problem ist, dass die Guten nicht mehr kennen nicht? Und sagen, ja, spielt es da irgendwo mal. Nicht? Ist das normal, was da ist? Ist das normal, dass ich auf der die Verkäuferin im Supermarkt sollte eh schon mehr steuern als wer der größte Ding in der Ost da? Das ist Fakt. Das ist Fakt. Brauchen wir nicht reden. Oh, das darfst du nicht sagen, wenn ich es laut sagst, dann wärst du ausgestorben in der Luft. Und das ist der Punkt, nachher auch. Das ist der Punkt, dass wir uns nicht getrauen, das zu sagen. Weil wir Angst haben, das kann uns ins Nachteile bringen. Ich kann es leisten, du kannst es leisten, von Alter her, von dem, dass wir unabhängig sein, dass wir Rente haben oder irgendetwas nicht. Aber hey, das hat nie funktioniert. Da waren wir alle noch bei der Telegrafentrappe, die da zu sagen haben, was damals passiert, wenn nicht damals Leute aufgestanden sind. Die nicht ihre Existenz riskiert, die haben sogar ihr Leben riskiert. Nicht? Das haben wir gerade schon vergessen. Und wenn wir heute mal bereit sein, weil anschlagen kann in Zeit nehmen und entsperren kann in so leicht annehmen. Nicht? Weil so viel Zeit haben wir schon, dass wir zu einem sagen, wir gehen aber noch deutlich mal mit. Oder für mich hin. Aber das bisschen, was es ja gesagt hat, da, und das glaube ich in der Herre auch, ist nicht umsonst gewesen. Weil ich glaube, das, was da im Wald passiert ist, ist nicht alles Pestizid. Wie gesagt worden ist, da ist viel mehr passiert. Im Dorf, in der Gemeinde, aber auch als Botschaft. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und das wirkt nicht allen so unmittelbar. Nicht? Aber das sind die Sachen, die da auch herumgegrabt werden. Und das andere ermutigt auch etwas zu tun. Nicht? Und, was kann man konkret denn? Ja, einfach ein bisschen mehr Schneid haben, ein bisschen mehr Mut haben und oft mal auch beim Stammtisch oder irgendwo mal sagen, so ist es halt nicht in aller Freundlichkeit, man muss nicht streiten und man muss nicht mit anrufen, aber so, nein, das, so ist das halt nicht. Da ändert sich schon etwas, nicht? Weil die Medien ist leider gesagt worden, sind ja zum Teil auch systemkonform. Nicht? Und auch bis zur berühmten FF, nicht? Das ist die Geldbeschreiberei, nicht, dass ich jetzt Zeitung als kritisch und liberal gibt und im Grunde genommen genauso ein Instrument von bestimmten Lobbys ist, als wenn es gar nicht Zeitung ist, nicht? Haben wir ehrlich, wie es ist. Nicht? Aber da gibt es vielleicht Zeitung, nicht? Weil man sich mal ein paar Sachen anschauen kann, nicht so gut die Dinge übernommen, man weiß, was hockt man so stehen. Nicht? Aber sicher werden wir 20 Leute auch nicht das als umreißen, nicht? Aber wir haben Verwandte, wir haben Ehefrauen, wir haben Kinder, wir haben Feinde, das hilft schon. Das hilft schon. Und ich glaube, die Zeit ist langsam reif für den. Nicht? Und Politik kreiert halt Leihdruck. Das ist ja ganz, ganz einfach. Und das ist das, was ich dann noch höre. Weil, wenn du Leihdruck kreiert hast, dann hast du die ganzen Sachen, hast du die gemütlich gehabt und wahrscheinlich verlangt. Weil, da war der Mensch nicht. Der war der andere nicht. Der andere ist das heißt, Gott sei Dank schon. Aber anders wird es nicht gehen. Leih mit einfach so. Das hat nichts gesagt und das ist gut. Ich konstatiere mal, dass es, ganz gleich, dass es uns zum Thema lustig nicht so richtig ging. Das ist ja lustig, aber das ist was. Die Ausstellung der Demokratie ist lustig, eigentlich heißt, und dass mir dann doch Konsens herrscht, dass die derzeitigen Verhältnisse alles andere als lustig sind, aber dass Widerstand höchst notwendig ist und hauptsächlich Widerstand von denjenigen, die es sich leisten können, im Widerstand zu sein oder im Widerstand zu agieren. Bei der Kunst hören wir, dass die vielleicht wollen, es sich nicht leisten können und die es sich leisten können, nicht wollen. So jetzt mal überspitzt gesagt, aber jetzt
Genau. Erik kann später noch zwei Wortmeldungen. Nein, ich möchte gleich schnell auf den Bürgermeister, Ex-Bürgermeister von Lana antworten. Ich möchte ja nicht, dass einer in den Saal verlässt, wenn er mich falsch ausgedrückt hat, dass ich einen Krieg wünsche. Also, ganz bestimmt bitte niemand sagen. Ich frage mich auch oft einmal, wie soll man noch anders stehen? Nicht? Und die Geschichte hat uns leider Gottes den Spruch gebracht. Nicht? Aber hoffen wir, dass wir gescheiter sein, dass wir es nicht brauchen. Aber eben mehr Putzen nicht lang, wenn wir hier und da müssen. Und gerade eben, und das ist jetzt Gott sei Dank gesagt worden, die Gesellschaft, die sich auch leisten kann. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist auch ein trauriges Erlebnis, wenn ich in meinen Akademikerkreisen, Freunden bin, dann hat man ein schönes Glas Weißwein zu, dann wird fein philosophiert und Ding und Recht, Haupt und Schön und Gutes mal. Ja, tu ich nicht einmal. Ist niemand mehr um. Na, was bei uns gehört, das ist, wir kennen das nicht, dann kann niemand mehr, nicht? Dann haben wir die bösen Buben bleiben. Und da frage ich mich, wo ist denn der Mut, den die Gesellschaft braucht? Hat es mit Wohlstand zu tun? Oder wir sehen die einarmen Länder, wo kein Wohlstand ist, geht es auch nicht wesentlich besser. Deswegen, die Frage bleibt unbeantwortet. Kulturrevolution, Werterevolution, die Landseligkeitsrevolution, die man fängt an. Ich glaube das. Ich bin der Meinung, dass Bewusstsein schaffen ganz wichtig ist, auch für junge Leute, dass man die Situation bewusst sichtbar macht. Und ich glaube, dass auch zum Beispiel solche Veranstaltungen wie heute wichtig sind, weil auch es ist so wie Malz eben vielleicht da in Südtirol nicht geschätzt wird, aber dafür im Ausland, und das ist ja wirklich ein fruchtbarer Samen, der gesetzt wird und dann langsam sich vielleicht entwickelt. Und genauso sind so kleine Veranstaltungen so wie jetzt auch wieder so ein Aufruf und vielleicht Beispiel für andere Veranstaltungen, die auch in dieser Form stattfinden können, und vielleicht auch für Künstler, weil es stimmt, es gibt in Südtirol leider Gottes sehr wenig Künstler, die, sie denken zwar alle, ich habe das selber viel gehört von Kollegen auch, die denken zwar alle so wie ich das denke und kritisch, aber sie trauen sich nicht den Mund aufzumachen. Das ist wirklich auch ein Phänomen, glaube ich, auch von Südtirol, weil ich glaube, dass in zum Beispiel auch in Frankfurt oder so, viel mehr diese Diskussionsfreude und Offenheit da ist. Und Südtirol ist da wirklich sehr speziell, das haben mir auch andere Leute gesagt. Wir sind sozusagen ziemliche Angsthasen, sage ich mal. Und es stimmt, man wird auch, das stimmt, dass man nicht, weil diese Ausstellung wurde auch schon vor 2 Jahren vorgeschlagen und man hat mir dann erklärt, es gibt kein Geld dafür, und weil man Angst hatte, aber ich weiß nicht von was, weil ich finde es einfach wichtig, dass man gewisse Themen anspricht und eben, dass man eben sagt auch, dass in der Kunst einfach nichts mehr stimmt, und das kann einfach nicht sein, dass nur wenige ebenso wie in der Politik, die Entscheidungen treffen, was Kunst ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn sich jetzt auch in der Kunst, und ich spüre das irgendwie, eine parallele Welt entwickelt, dann können ja die mit ihrer Kommerzkunst dort sein, aber die wirkliche spielt sich woanders ab, dann können sie einmal herblicken. Ich meine, dann verliert ja die andere wieder an Wichtigkeit. Es ist so wie, ich mache es mal auch so, Künstler beleben Städte oder Stadtteile, die ganz im Schatten liegen, und plötzlich, weil ja die Künstler dort sind, sehen auch die anderen dorthin, und dann wird das wieder wertvoller. Ich weiß nicht, das sind so Beispiele. Oder auch, wenn man jetzt schaut, die Bioprodukte, ich meine, vor 10 Jahren oder 20 Jahren, dann hat man darüber gelacht, wenn jemand
ein Bioprodukt angebaut hat. Die Bauern wurden ausgelacht und traktiert vielleicht auch noch. Aber inzwischen kaufen die Leute wirklich lieber, viel mehr Leute jetzt Bioprodukte. Wieso gibt es dann jetzt das schon im Supermarkt? Ich meine, das ist ja auch schon ein positives Beispiel. Und wo hat das angefangen? Und ich denke mir, dass das die vielen kleinen Samen, die irgendwo gesetzt werden, auch Früchte tragen. Und nur so ist es möglich, auch eine Wendung oder eine positive Wendung hier einzubringen. Oder? Deswegen machen wir diese Ausstellung hier. Und dann vielen Dank, Erika. Ich habe gesehen, dass ich die versprochene Zeit, dass wir da schon über drüber sind. Und ich würde das gerne schon mitnehmen, dieses, eigentlich hast du begonnen, zu erklären, wieso die Ausstellung jetzt in Malz stattfindet. Und eigentlich bist du jetzt wieder bei dem Punkt angekommen, wieso die Ausstellung in Malz stattfindet. Und ich würde es gerne so stehen lassen und mit diesem Wort die Runde beenden. Ich würde mich bei euch allen bedanken für das Mitdiskutieren. Wir haben keine Lösung gefunden. Wir hatten auch nicht den Anspruch, heute die Lösung zu finden. Aber auf alle Fälle haben wir mitgenommen, dass wir schauen sollen, dass es lustig wird. Und dass wir schauen sollen, wo können wir Orte des Widerstandes aufbauen und finden. Und wo können wir selbst Widerstand sein? Wo nehmen wir uns selbst die Freiheit heraus, widerständig zu sein? Danke euch allen fürs Dabeisein. Wir haben die Ausstellung geht weiter noch 10 Tage. Wir haben nächsten Mittwoch die nächste Stammtischrunde hier. Und inzwischen auch Konzerte. Das Programm könnt ihr gerne hier mitnehmen. Vielen Dank euch allen für eures Interesse.